So Leute, Vicious Rejuvenation ist da. Letzten Freitag war der Release-Termin und ja, gestern ist das Display endlich bei mir angekommen. Und dann schauen wir natürlich direkt einfach mal rein, was wir da so rausziehen können. So Leute, wie immer erstmal ein Blick auf die Box. So sieht die Box von außen aus, ja. Hier haben wir Frieza und Mega Shenron. Von vorne ist natürlich hier, zack, zack, wenn ihr das seht, Vicious Rejuvenation. So, in der Box haben wir wieder einmal 292 verschiedene Karten, 60 Common-Karten, 38 Uncommons, 30 Rares, 23 Super Rares, 10 Special Rares und 3 Secrets. So. Und dann wollen wir gar nicht so lange schnacken, sondern einfach die Box mal aufmachen. Und gestaltet sich wie immer schwierig ohne Messer. Leute, beim Aufmachen von der Box können wir nochmal ein Thema ansprechen, was jetzt im Moment so ein bisschen aufgekommen ist. Nämlich Boxen, die resealed wurden. Ah, okay. Da haben wir schon mal hier unseren Boxtopper. Das ist in diesem Set hier ein Revival Pack. Da ist eine Karte drin. 6 verschiedene können es sein. 2 Promo Reboot Leader, 2 Promo Reboot Feldkarten oder 2 Reprints. Ich will natürlich, glaube ich, eine dieser Feldkarten ziehen. Aber wir schauen mal. Das machen wir ganz zum Schluss. Und dann 24. Booster Packs. Da haben wir natürlich wieder 4 Pack Arts. Da haben wir hier schon mal Gogeta, Omega Shenron. Dann haben wir hier Machikabura und die beiden, da entfällt mir jetzt gerade der Name. Und als letztes haben wir natürlich hier Turles auf einem Pack. Wie gesagt, in letzter Zeit habe ich viel über Resealed Boxen gehört. Wenn ihr Instagram verfolgt, dann könnt ihr das sehen. Leute, achtet immer so ein bisschen darauf, wo ihr kauft. Wenn ihr kauft, kauft bei größeren Händlern oder versichert euch, dass ihr ja bei einem legit Händler bestellt. Oh, und erstes Pack und die Karte hier direkt irgendwie ein bisschen beschädigt. Da haben wir schon mal Dabura Unison Karte. Lord Slug Out of Control. King Piccolo Leader. Son Gohan. Das ist eine Soul Cleansing Machine. Das ist, glaube ich, aus dem Janemba Film, das Ding. Tien. Drum. Psycho Demon. Psyche Demon. Rage Shenron. Dann haben wir Lunch. Und da haben wir Uncommon Foil Reverse Paiku Han. Und dahinter Rare Temptation of the Mask. Zweites Pack. So, ich muss sagen, bei diesem Pack, bei diesem Booster Set hatte ich so ein bisschen Pech mit der Bestellung. Also ich habe natürlich schon gesehen, dass einige andere das Set schon ein bisschen früher hatten. Da haben wir voll Rare Gohanks. Gohanks, okay. Und dahinter Rare Turles. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen spät dran. Vielleicht habt ihr ja schon das Video von Mighty TV gesehen. Die haben schon 4 Boxen aufgemacht, glaube ich, oder nur 2. Auf jeden Fall schon 2 Videos dazu gebracht. Schaut doch gerne mal bei den Jungs vorbei, wenn euch das interessiert. Und jetzt haben wir hier auch unsere Box und schauen einfach mal, was wir hier so ziehen. Oceanus Shenron. Dark Kings Flash. Da haben wir Uncommon Foil Reverse Raditz und Dragon Thunder. So, nächstes Pack. Die beiden Dudes, wenn, also ich, keine Ahnung, wie die heißen. Ich könnte es natürlich googeln, aber schreibt es doch mal in die Kommentare, helft mir mal aus. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal Acho, Ausrufezeichen,
Turtles. Dann haben wir Son Gohan. Und dahinter Goten, Master Roshi, Zayun, Psyche Demon, Shroom. Okay, der Typ heißt anscheinend Shroom. Negative Energy, 4-Star Ball, Janemba Leader, Kamen Fall Reverse, Son Gohan. Und dahinter, alter, yes! Geil. Special Rare. Ja gut, da haben wir hier im vierten Pack schon unsere erste Special Rare gezogen. Son Goku Eye for an Eye. Die sieht mal richtig nice aus. Richtige schöne Oldschool-Karte hier. Son Goku gegen König Piccolo. Sehr nice. Damit bin ich richtig zufrieden. Ach, so, gerade mal ein Schluck getrunken. Leute, auch wenn es kalt draußen ist, trinkt genug. Ihr wisst, stay hydrated. Und trinken ist wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo man eh viel kränkelt, ne, und wir sowieso alle ein bisschen aufpassen müssen. So ein Goten voll Reverse. Und dann, Alter! Okay, das hat jetzt den ganzen Flair schon aus der Box genommen. Jetzt haben wir schon beide Special Rares gezogen. Ich glaube, zwei sind garantiert. Also wir haben noch keine Super Rare gezogen, aber zwei Special Rares. Das ist hier Unison-Karte Piccolo Junior, Descendant of the King. Ja, also ich denke, zwei Special Rare-Karten sind hier in der Box garantiert. Und damit war es das schon, direkt hier am Anfang der Box. Fünftes Pack und wir haben schon beide Special Rares gezogen. Aber mal schauen, da müssen ja noch ein paar Super Rares kommen. Da haben wir mal Master Roshi, Amont, Son Gohan, Lunch, Janemba, Cutting Edge, Resin. Da haben wir Uncommon, Full Reverse Toa. Also ich finde es natürlich sehr, sehr gut, dass jetzt wirklich in jedem Pack, wenn es keine voll Rare-Karte ist, eine voll Uncommon oder Common Reverse ist. Ich stehe auf diese voll Reverses. Das wisst ihr schon, wenn ihr meinen Kanal schon verfolgt. Nuova Shenron. Da haben wir Majin Buu Unison-Karte. Burning Spin. Vegeta. Son Gohan. Kakoa. Yamcha, Lakazai. Ah, okay. Und das ist Salsa. Gut zu wissen. Rage Shenron. Rare Foil Master Roshis Mafuba. Und dahinter Rare Great Saiyaman. So. Gucken wir mal. Hier haben wir auch mal ein Omega Shenron Pack. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir ja endlich unsere erste Super Rare ziehen. Freezer Leader, Krillin, Son Gohan, Vegeta, 5-Star Ball, Cutting Edge, Whis Leader, sehr nice, Whis Leader Karte, Trunks, da haben wir hier Son Goku, Heavy Hitter, Uncommon Reverse, Foil und Rare Lunch. Ja, unser Super Rare Luck bleibt bisher noch aus. Aber die Super Rares werden schon noch kommen. Also hätte man diese Box in einen Laden gestellt und man... schöne Bulma-Karte. Schick. Pilaf, Son Gohan, Sakoa, Tien, Mai, Oceanus Shenron, Rage Shenron, wieder. Kill Driver, Turles Uncommon Foil Reverse und dahinter Rare Janemba. Immer noch keine Super Rare. Also wie gesagt, hätte man diese Box einfach irgendwo in einem Laden hingestellt und aufgemacht, dann hätte die Person, die die ersten Packs gekauft hätte, gleich beide Special Rares ja, sozusagen gekriegt aus der ganzen Box und
die Personen, die danach gekauft hätten, hätten einfach mal gar nichts gekriegt, weil die ganzen Super Rares am Boden der Box sind. Da haben wir schon mal Common Foil Reverse Oceanus Shenron. Und dahinter haben wir unsere erste Super Rare. Das ist Machikabura the King's Summons. Sehr nice Karte. Das nächste Gogeta Pack. Mal schauen, mir wird ja immer nachgesagt. Was heißt nachgesagt? Es ist ja in letzter Zeit tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwie immer statt ein Secret irgendwie ein God Pack ziehe. Ich hoffe, das ändert sich natürlich in diesem Set hier. Ich will nämlich sehr gerne diese Supreme Kai of Time Secret Rare ziehen. Gogeta Rare Karte. King Piccolo. Ja, die Uncommon Foil Reverse Karten sehen ziemlich nice aus. Und natürlich. Ah, okay, das fühlte sich gerade an, als wäre das hier hinten irgendwie aufgeschnitten. Sorry. Ja, bin schon ein bisschen paranoid. Wobei ein neues Set zu resealen macht natürlich keinen Sinn, weil die Boxen überall erhältlich sind und nicht so viel Geld kosten. Kann natürlich trotzdem sein, dass die Leute die Boxen aufmachen. Kommen. Und dahinter Super Rare Piccolo Junior Descendant of the King. Da haben wir die Super Rare Variante zur Special Rare Variante. Schreibt es mal unten rein, welche sieht besser aus. Und dann natürlich hier richtig nice den Whiz Leader in Foil. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass manche Händler, also die nicht ganz so rechtschaffen sind oder dubios daherkommen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, die Cases aufmachen, die ganzen Secret Rares rausholen, den Rest der Boxen verkaufen, wenn noch irgendwelche über sind, und oder die Lernboxen einfach resealen und dann verkaufen. Aber das glaube ich jetzt bei einem neuen Set einfach mal nicht. Da haben wir Common Son Goku und Lord Slug als Rare-Karte. So Leute, ich glaube, wir haben auch erst eine Rare-Foil-Karte gezogen. Okay, diese Box ist echt seltsam. Kabura, Janemba, Deku, Krillin, dann haben wir Vegeta, Yamcha. Da haben wir hier Shroom and Salsa Might of the Demon Gods Leader-Karte. Dann haben wir Salsa dahinter. Dark King's Flash Symbol. Da haben wir unsere nächste Rare-Karte, Paikuhan. Rare in Foil, und dahinter Master Roshis Mafuba Normal Rare. So. Und es geht direkt ins nächste Pack. Wir sind schon fast 18 Minuten dabei. Schöne Tech. Freezer, wie er hier so baumelt und gequält wird von kleinen Feen. Tree of Might Amont. Lakazai, Rage Shenron, Foster Ball, Shroom, dann haben wir hier Uncommon Foil Reverse Nova Shenron und dahinter Rare Shroom. Ja, also entweder ist das eine sehr langweilige, ultra schlechte Box oder die ganzen Super Rares sind packed hier im unteren Teil der Box. Wollen wir mal schauen. Negative Energy, Resin, Son Gohan Coming for Reverse und Rare Gohanks. Next Pack. Gogeta. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Luck von Gogeta. Da haben wir Vados. Und die sieht auch ziemlich nice aus hier. Vegeta, Krillin, Son Goten, Master Roshi, Saiyajin, Janemba,
Der Psyche Demon ist tatsächlich Janemba. Für die, die es nicht wissen, guckt euch den Film an. Sehr guter Film. Gogeta kommt drin vor, Super Saiyan 3, Son Goku kommt drin vor. Und da haben wir auch unsere nächste Super Rare Karte, Son Goku Eye for an Eye. Und tatsächlich haben wir da auch die Special Rare Variante draus gezogen. Also, ne? Special Rare Variante hier, Super Rare Variante hier. Lasst mich mal wissen, welche findet ihr schöner? Also, das Foiling und ja, die Textur sind natürlich bei den Special Rare Karten immer ein bisschen schöner. Aber Artwork technisch ist das natürlich sehr nostalgisch. Aber das finde ich tatsächlich schöner, glaube ich. Und wie immer, Leute, macht euch keine Sorgen. Ich habe hier ja meine Playmat liegen. Und direkt nach dem Video kriegt jede Karte einen Sleeve. Da haben wir Raditz, Zunes und Turles, Son Gohan, Vegeta, Pilaf, Tree of Might, Dark King's Flash, Whis, Shu, Janemba, Vanilla Card. Dann haben wir hier Resin, also voll Reverse, und Rare Madame Matcha. Okay, Leute, wir gehen hier auf die letzten paar Packs zu. Es sind noch 6 insgesamt mit diesen hier. Und ich bin natürlich immer noch, ich glaube immer noch daran, dass wir vielleicht noch irgendwas ziehen. Rare Piano. Und dahinter Rare Lord Slug. Turles ist als nächstes dran. Oh, das ist schick aufgerissen. Dann haben wir die schon gezogen. Special Transmission. Glaube nicht. Chain Attack Putin. Master Roshi. Kakuya. Son Goku Time Patrol. Son Goku Time Patrol. Obwohl, ne Quatsch. Das ist doch Trunks. Ja, natürlich ist das Trunks. Lord Slug. Janemba. Rage Shenron. Negative Energy Ball. Und Kakoa als Common. Voll Reverse. Und. Ja, nice. Lunch the Pure Hearted. The Pure Hearted. Im letzten Set oder im vorletzten, glaube ich, im Rise of the Unison Warrior gab es ja auch eine Bulma-Karte mit so Herzchen drauf. Bulma the Bunny Girl. Und jetzt haben wir hier tatsächlich auch noch eine Lunch-Karte. Und also danach gehe ich natürlich davon aus, dass wir wahrscheinlich auch noch eine Chi-Chi-Karte bekommen werden, die genau so aussieht. So, vielleicht kriegen wir auch eine Vados-Karte, die so aussieht. Natürlich auch nice, unsere, oder eine Android 18-Karte, die so aussieht. Unsere Dragon Ball Girls hier am Start. Sixer Ball, Paikuhan. Common Full Reverse Leader Janemba. Richtig nice. Ich liebe die Leader-Karten. Full Reverse Leader-Karten. Und dahinter haben wir King Piccolo Evil Director. So, das Gogeta-Pack lassen wir mal für zuletzt. Machen hier mit dem Salsa und Shroom. Weiter. Salsa und Shroom ist natürlich Salsa für Tortilla Chips. Shroom ist, nehme ich an, ein Pilz. Shrooms kennt man. My Turles Leader Karte voll Reverse, auch schon wieder richtig geil. Und dahinter haben wir Rare West Galaxy Revival. Ah. Hinter der Kamera aufgerissen. Freezer. Voll Reverse. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Tritt. Leaderkarte Freezer. Nova Shenron. Son Goku. Son Goku nochmal. Kakoa. Kakao. Oder? Da haben wir Super Saiyajin 3 Trunks. Negative Energy Sixer Ball. Dice. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gezogen. Lord Slug Leader. Explosive Barrage,
Dann haben wir hier Rare Foil Turles. Und dahinter Rare Berus. So, Leute. Letztes Pack. Last Pack Magic. Oder wird es einfach mal in dieser Runde eine Nullnummer? Wir schauen mal. Also ich habe natürlich von vielen gehört, gesehen, dass sie Secret Rares rausgezogen haben, auch nicht zu knapp. Und da ist es natürlich wahrscheinlich, dass ich jetzt hier nichts mehr rausziehen werde. Aber wir sind gespannt bis zur letzten Karte. Und da haben wir einfach nur Rare Vegeta. Okay, Leute. Also, das war's mit unseren Packs hier. Also, wir haben natürlich unsere garantierten zwei Specials gezogen. Ja, komm her. Hier, King Piccolo. Oder Piccolo Junior. Und Son Goku Eye for an Eye. Und dann haben wir hier... Ja, ich denke, das ist so die Standardmenge. 5 Super Rares rausgezogen. King Piccolo, dann Lunch, Herzchenkarte, Son Goku, Piccolo, Unison und Magic Kabura, The King's Summons. So, und zu guter Letzt haben wir natürlich hier noch unser kleines Schmankerl. Vielleicht können wir ja da was Gutes draus ziehen. Schauen wir mal. Ja, unser Revival Pack hier. Aber das sieht schon mal aus. Na, wir schauen mal rein. Also Revival Pack, eine Karte pro Pack. Und da haben wir gezogen. Ja. Das, ja. Super Saiyajin 3 Tag Team Son Gohan. Das ist eine Karte aus dem Dragon Brawl Draft Box. Ja, die ist tatsächlich ziemlich viel wert, also die Originalversion. Ich bin jetzt nicht sicher, was der Reprint dann am Ende wert ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein nicer Pull, muss man dazu sagen. So, die Box war jetzt natürlich relativ Standard. 5 Super Rares, 2 Special Rares, nichts Besonderes daraus gezogen. Kein Godpack diesmal, Leute, kein Godpack diesmal und... auch kein Secret oder sowas. Ja, recht Standardbox, muss man dazu sagen. Aber man kann ja nicht immer was Gutes ziehen, ne? Also wir haben natürlich was Gutes gezogen, aber man kann natürlich nicht immer den super Glücksgriff machen. Ja, Leute, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, lasst gerne ein Like da und abonniert auch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ungefähr 60% von euch sind keine Abonnenten und Support ist appreciated und wie sagt man, Support ist kein Mord. Darüber bin ich natürlich immer sehr dankbar, wenn ihr mir da ein bisschen aushelft. Und Leute, ich freue mich auf das nächste Box-Opening und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.